where my friends go. It was simple when the end's low. Switch the tempo. I got right, I got heart. I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night. Yeah. Hallo Leute, willkommen zu unserem zweiten Part von unserem Behind-the-Scenes Video, aka Corona-Video, was wir so machen bei Soul Food während der Corona-Zeit. Wir fangen das Video gleich mal mit Bless the Community an. Hier ein schönes Young One in der Elf. Deadstock. For free. Haben wir jetzt eine Story bei uns vor die Türe. Machen wir schnell Instagram-Story hier. Was machen wir? Der Nächste, wo was zu essen kauft, kriegt den Schuh for free. Okay. Und ein Screenshot zeigt oder wenigstens die Story. Okay. Good evening, Leute. Wir haben heute den ganzen Tag ein bisschen YouTube-Content gefilmt. Und zwar der Nächste, der jetzt zu uns zum Essen kommt, wir sind bis 20 Uhr noch offen wie immer, bekommt hier einen Young One in einer Elf, den weißen Colorway Deadstock for free. Steht hier vorne. Wir stellen ihn hier vor auf den Supreme Hocker. Stellen wir ihn hin, also der Nächste, wo kommt, Screenshot zeigt und sich was zu essen holt, bekommt den Schuh for free. Beeilt euch, bis dann, peace, ciao, ciao. Jetzt mal schauen, wie lange es dauern wird, bis die Nächsten kommen und den holen. Ansonsten, Bro, was können wir noch erzählen? Wir haben hier hinten eine geile Geldzählmaschine bekommen. Die ist ziemlich sick. Leider fehlt uns noch der richtige Adapter, ist aber schon bestellt. Grüße gehen raus an Toni, bringt er mit. Man kann hier die verschiedenen Währungen einstellen. Für unsere Buyouts ist sowas immer wichtig. Hat hier auch so einen Henkel, kann man schön tragen. Richtig geiles Ding, auf jeden Fall. Genau, Mockers sind angekommen, einer von mehreren Kartons. Ist vor einer halben Stunde reingekommen, der Flo macht mal auf. Brauchen wir unseren Öffner. Hast du schon? Genau, bei Soul Food, wir sind immer gut. Bei uns gibt es Messer oder Schraubenzieher. Ja, wenn wir das Messer nicht finden, machen wir Schraubenzieher auf. Oh, okay, unser Kameramann, der liebe Paul, ist immer gut ausgestattet. Nice. Ja, packen wir mal aus. Sind viele, ich glaube, da müssen jetzt 15 Stück sein in dem Karton. Sind viele GS-Größen, sind ja in Europa nicht released worden. Vom Mokka, ich glaube zwei oder drei von den Kartons sind noch auf dem Weg hierher. Also für die Ladies, wir haben wieder genug für euch da. Aktuell, die GS-Sizes sind mega teuer geworden, die kleinen Größen kosten die bei uns 500 Euro. Wenn ihr freundlich fragt oder gegen uns im Basketball verliert, kann man vielleicht auch 470, 460 machen, muss man mal schauen. Wenn ihr gewinnt, nicht wenn ihr verliert. Wenn ihr gewinnt, natürlich. Ne? Na, die packen wir jetzt mal aus. Wir stellen die jetzt erstmal da hinten auf die Bank. Schauen so ein bisschen durch, ob wir denen alles stimmt. So, dann gehen wir jetzt mal hier jeden Stapel noch mal ein bisschen durch. Ob damit auch alles passt. Ihr wisst ja, wie die Nike-Schuhe riechen. Da schauen wir natürlich auch am Anfang erstmal drauf. Schauen uns das Stitching an. Schauen uns auch die Insoles auf jeden Fall an. Und das Size-Tacking, die Stitches und so die Quali drumherum, aber die sind alle aus einer sicheren Quelle. Mit der Person mache ich schon lange Geschäfte und darum sollte da auch alles easy sein. Genau, das ist quasi so ein bisschen unser Daily Business. Wir kaufen jeden Tag an. Genau, die bringen wir jetzt gleich hoch ins Lager und wir haben übrigens auch noch ganz viele Paare von den Shea Baldwins reingekriegt. Sind schon viele verkauft worden, haben wir vorgestern, glaube ich, reinbekommen. Die zeigen wir euch auch nochmal, weil es einfach ein geiler Schuh ist. Gehen wir gleich mal hoch. Genau, dann tragen wir mal das Zeug hoch und sehen uns dann im Lager. Genau, hier sind unsere ganzen Baldwins angekommen. Erstmal nochmal hier Shoutout an den lieben Flo. Geiler Pulli, geiler Drip heute mit dem Hut. Habe ich dir noch gar nicht gesagt, dass, Grüße du, so an gut, meine Schwester. Dass du so gut ausschaust heute. Back to the Baldwins. Das sind die ganzen Baldwins, die angekommen sind. Es kommen noch ein paar mehrere an. Aktuell haben wir nur noch kleine Größen da. Von einer 7 bis 9,5 ist, glaube ich, gerade das Größte. Ich zeige dir euch mal ganz kurz, weil das ist auch wirklich ein Schuh, wo ich sage, im Sommer wird der auf jeden Fall durch die Decke gehen. Hast du die Laces und die Patches dabei, kannst hier unten die Patches auswechseln. Super geiles Teil, auf jeden Fall auch eine Investition wert und einfach auch mega geil zum Rocken. Schwarzes Outfit, die Dinger dazu, würde heute auch bei mir gut passen. Heftiges Teil.
Genau, größere Größen kommen noch. Und ja, dann gehen wir wieder down into the store. Okay, Freunde, wir haben noch ein cooles Giveaway heute für euch. Und zwar könnt ihr den Yeezy Bread in eure Wunschgröße gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unser Insta voll. Wir haben den Gewinner von den Schuhen da. Hey Bro, das hat nicht lange gedauert. Ja, ja. 3 Minuten oder so. Ja, hier Bro. US 11, Deadstock. Dankeschön. Viel Spaß beim Tragen. Und dann kannst du hier einmal ausfüllen. Dankeschön. Ja, danke, gell? Servus, grüß dich, hi. Servus. Hi. Du hast vorbestellt vorhin. Genau. Hi, ah, genau. Dann sind es 57, Bro. Aber so Pico, passt. Danke dir. Okay, Leute, wir probieren es nochmal mit unserem Giveaway. Und zwar könnt ihr den Yeezy Bread in eure Wunschgröße gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns auf Instagram zu folgen, unseren YouTube-Channel abonnieren und hier in die Kommentare euer Insta-Handle und einfach ein paar nette Worte zu schreiben. Das ist der Kui, das ist unser Kunde des Monats. Wo ist der Young One? Der ist schon, Bruder, du bist zu spät, der ist schon ist weg. Ist ja gerade ein Feuerfeuer gefahren. Aber du kannst ihn dir noch holen. Nee, der steht noch da. Der ist gerade noch mit Feuerfeuer. Der ist schon weg. Diese große Tüte von Soul Food. Den Kui kennt ihr auch schon aus unserem Sneaker Talk. Ist hier immer ein gern gesehener Tag. Der wird gerade gedreht. Gern gesehener Tag. Auf jeden Fall YouTube-Content every day. Ich wollte mal sagen, was cooles Kui. Ja. Der gehört jetzt mir, weil der fittet richtig klein. Echt? Der ist zu klein. Fittet der US 9? Ja, genau. Fittet der US 9. So, dann heute bei uns im Team die hübsche Halla und der liebe Toni. Wie war der Tag heute? War einiges los, oder? Ja, hat gepasst alles. Ja, viele Bestellungen. Ja, natürlich blessen wir auch unsere Mitarbeiter. Schaut mal. Stand. Socks. Könnt ihr gewinnen. Ihr spielt jetzt mal gegeneinander. Schere, Stein, Papier. The first one wins. Okay. Okay, spielt gegeneinander. Schere, Stein, Papier. Shoot on Stein, Papier. Okay, Hala, you won the socks. Yes, nice. Gerne. Hallo Leute, hier hinten ist der liebe Neo. Wir drehen heute wieder ein bisschen YouTube-Content. Unser lieber Flo, der Emil. Heute haben wir unser Early Pair vom Trophy Room hier hinten. Ein bisschen reviewed. Da ist auch der liebe Paul, der kümmert sich gerade ums Licht. Und genau, ich denke, Video kommt am Samstag online, oder Jungs? Schaffen wir, ne? Perfekt. Und seid gespannt, ist geil geworden. Bis dann, peace, peace. Ciao, ciao. Das war's mit unserem zweiten Teil von dem Corona Behind the Scenes. Kurzen Einblick, was wir neu bekommen haben, was wir heute gemacht haben. Ja, heute war leider ein bisschen rainy outside, darum konnten wir euch nicht so viel zeigen, was abgeht. War heute ein bisschen eher ruhigerer Tag allgemein im Laden, aber hatten trotzdem viel zu tun. Uns ist nie langweilig und seid auf die nächsten Videos gespannt. Kommen wieder einige Sneaker Talks auf euch zu, ein paar coole Buyouts. Auf jeden Fall, thanks for watching. Like, subscribe, bis dann. Peace, peace. Ciao, ciao.